Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde hier bei YouTube und bei Starbound. Wir wollen uns das Gate anschauen. Im ersten System, im Delta-System. Und ja, unser neuer Chefkoch hier direkt an Bord ist natürlich Würdest auch mit dabei. Würdest du bitte meine Planes zurückgeben, wo, dass ich hier die Kiste drauf machen kann? Hab ich die bei mir drin? Ja, hier oben. Gleich. Moment. Wollte gleich wie so wie werfe ich die dir rüber? Nee, setz sie einfach hin. Okay. Guck mal, was ich für eine Kiste hier habe. Warte. Was, so eine hatte ich doch auch, oder? Hier. Kann man leider nicht auf ein Ding oben bauen. Ne, so eine ähnliche hatte ich auch vorhin, dachte ich. So, dann fliege ich uns mal rüber. Nee, geht natürlich nicht. Guck, die habe ich noch geholt. Hm. So, Surface, a strange gate of... Und wie... Ah, doch, jetzt ging's. Guck mal, was ich für Laternen mitgebracht habe. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was uns da erwartet, weil da war ich jetzt auch noch nie. Guck mal, was ich für Laternen mitgebracht habe. Oh, ist schön. Push! Damit sieht es schon viel heimeliger aus bei uns. So, ich tue noch ein bisschen Pflanzen bei uns oben reinschmeißen. Reis haben wir noch. Dann habe ich hier noch die Pokémon-Kisten. Die habe ich auch bekommen. Aber übrigens, Pokéball. bevor wir zu diesem Gate gehen, ne? Guck, die habe ich noch. Oh. Ich habe doch schon die Waffe, oder? Ja, ja, und dann habe ich die noch gefunden. Aber die ist sogar schlechter als meine, die ich jetzt gerade anhab. Ja, ja. Die andere, 103, ist genau gleich stark. Aber hat einen langsameren Swing. Das habe ich noch. Wie werfe ich das raus aus meinem Inventar? Also so zu dir rüber? Mit Q. Ah, okay. Mit Q. Den habe ich bekommen. Oh, in der Lava. Shroom Chair. Und dann probieren wir den noch gleich mal zum Lernen. Weiß ja, wie man lernt, ne? Ja, habe ich schon gemacht. Einfach auf mich ziehen. Ja, die Kiste. Ja, da habe ich auch genügend. Nur noch so, eine Kiste. Den schmeißen wir noch eine weg. Kiste. Two-handed. Ja, die mag ich aber nicht. Ich will so ein richtig schönes Schwert. Naja, aber mein Schwert bekommst du nicht. Das ist das beste Schwert aller Schwerter. Ja. Ist okay, alles okay. Gut, gehen wir runter auf den Planeten. Ich bin gespannt. Oh Gott. Was uns da erwartet. Was ist passiert? Es ist cool. Es ist cool. Ich bin gerade neben dir gespawnt, ne? Und da stand plötzlich die Klippe weg. Aber wenn ich hier drauf gehe, kommt was? Ich guck mal. Jetzt warte doch mal kurz. Ich will jetzt auch dahin. Die haben so, da wirklich so eine Art Stargate gemacht. So. Ach du Scheiße. Wow, ich bin schon. Ja, guck mal. Und hier kann ich jetzt wählen, wo wir hingehen wollen. Ja, und wo müssen Survivor wir? Settlement oder Ark? Mysteriöse Ruinen. Ja, muss ich abbauen. Ja. Bauen. Dann würde ich sagen, nehmen wir die mysteriösen Ruinen, oder? Wohin müssen oder wir zum denn? Außenposten. Ich habe keine Ahnung, ich bin zum ersten Mal hier. Ja, was steht in der Quest, wohin wir müssen? Warte mal kurz. Ja. Hat's einen Wiki dafür, wo man das am besten findet? Also ich soll reparieren. Also ich würde sagen, das untere. Einfach mal. Oder zum Außenposten. Warte, Survivor. Überlebenden Außenposten. Gehen wir da mal hin. Außenposten. Busch. Keine Ahnung, wohin es geht. Weil ich kenne das noch gar ja, nicht. Ja, aber wir sind jetzt hier in irgendeinem... Oh Gott. Wo bist du? Ich bin nach links gelaufen, aber da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Hier rechts ist ein Starbucks. Was? Drüben ist ein Starbucks.
Juhu, es gibt für alle. Hoho, hey, hier kannst du es. Ist ja geil gemacht. Guck da für. Liquid Atrius Fuel. Bekommst du die 20 Stück? Ja, hab ich sogar. Ja, gut, ich gehe jetzt mal weiter. Mal hier gucken. Oh Gott, das leckt ein bisschen. Oh lol, ich will nicht sitzen. Ich will dich ansprechen. Weiß nicht. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich doch an irgendeinen Film. Doch. Und da hinten gibt's eine Quest. Warte, ich spreche den einmal an. Spiele spielen. I hate finding bugs. Bugnet. Ich habe einfach mal akzeptiert. Ihn mal einfach akzeptiert. Ja, ich habe die Quest auch gerade. Oh lol, hier bekommst du Bughunting. Crafting Table. Catch a bug for me. Iron Crafting Table. Habe ich den oben? Terramart. Ist geil hier gemacht. Boah, komm mal hier drüben gucken, was die alles hat. Oh, krass. Aber guck mal, was du dafür. Aber ich habe einen Teleporter-Core. Ich habe einen Teleporter-Core. Ja, aber der Teleporter-Core kostet 10.000, ne? Ja, aber ich habe einen gefunden. Ja, du brauchst ja dafür einen Teleporter. Das sind verschiedene. Zum Beispiel Brass Teleport ist zum Beispiel ein anderer Ort. Das sind Teleports zu anderen Orten. Ja, den können wir gerne mal bauen. Wir brauchen nur noch die Pixel für. Du bist eine arme Sau, ne? Du bist eine richtig arme Sau hier draußen. Ach, enter einen Namen für diesen. Okay, New Bookmark. Das ist. Ich nenne ihn Talesmarkt. Ich nenne ihn Walmart Außenposten. Talesmarkt. Eins. So. Ah, dann kannst du den hinfliegen. Immer hoch. Komm mal hoch. Ah, und da oben sind diese dreckigen. Da ist auch so ein dreckiger Pinguin wieder. Lol, hier ist ein Crafting Table. Der sieht echt gut aus. Guck mal den Crafting Table an. Ja, den kriegst du, wenn wir die eine Quest machen. Ach so. Was hier drin? Oh, nix. Was hier drin was? Nix. Drin was? Rohrschränke. Dein Markt. Oh, Lord. Dieses Cargo Crate würde ich ja so gern mitnehmen, aber das kann man auch nicht abbauen. Sein Engineering Lithographer, was ist das für ein geiler? Nein, du kannst dann dein Design ändern selbst. Von was? Ja, ich nehme mir. Ja, von Starbound selbst. Oh Gott, ey. Okay. Hier ist eine Truhe, die hat 55 Plätze. Ach du Scheiße. Ja, dann, ich glaube, wir haben es. Ich gehe jetzt mal einfach weiter. Ja. Also einen Core habe ich, dann kann ich den. Du hast nur einen Core? Einen Teleporter Core. Und wie viel hast du von den Lightning Filling? Na, da habe ich mir jetzt die 20 gekauft. Für 500, ne? Komm mal vom Anker. Oder habe ich die gekauft? Moment. Muss guck mal gucken. Ja, habe ich, Liquid. Komm mal zu Penguin Bar. Bay, Entschuldigung. Da hinten rechts, oder? Ja. Ich seh dich. Ich will einmal um den Planeten laufen. Ja. Ich will wissen, was da noch kommt. Da geht normalerweise nichts weiter. Hä? Da soll es eigentlich nicht weitergehen. Ich geh mal gucken. Also auf der linken Seite kommt dann ein großer Abgrund. Noch nichts aus. Da kommt der Abgrund. Auch noch nicht. Ja. Tot! Ja, wunderbar. Jetzt muss ich zu dir. Jetzt muss ich auf dein Schiff tippen. Von daher muss ich wieder zum Kontrollstation. Und ja, warte, ich geh zurück auf mein Schiff. Ich probiere es jetzt mal zum Reparieren. Du kannst ja nicht auf dein Schiff zurück. Du musst ja zuerst zum Portal. Ja.
Ich warte beim Portal auf dich, dann gehen wir mal in die zweite Zone gucken. Okay, Moment, dann gehe ich. Auch finde ich ja witzig, dass sie auch so eine Art Stargate eingebaut haben. Ja, finde ich witzig. Warte, Return to Gate. Dann gehe ich nur ganz kurz auf mein Schiff hoch. Hallo. So, Moment. Bin sofort wieder da. So, einmal kurz hier. Nee, mach noch nicht die Quest, sonst fliegst du weg. Wieso fliege ich da weg? Das ist automatisch. Oh, okay, dann komme ich runter zu dir. Hallo? Hallo. Wie kommen die auf die Idee, dass Stargate einzubauen? So, dann fliegen wir zum zweiten. Arg mysteriöse Ruinen. Okay, da bin ich jetzt. Und hier ist alles dunkel. Bin links laufen gelaufen. Du bist links, dann komme ich zu dir rüber. Links. Aber selbst den kann ich nicht abbauen. Ich würde hier gerade gerne so ein bisschen. Okay. Da kommt man wohl nicht hoch. Können wir die abbauen? Nee, kann man nicht abbauen. Das ist wahrscheinlich eine Ruine. Aber sieht verdammt dunkel aus. Ja, da hätten sie ruhig mal ein bisschen. Treppe. Warte, ich hab doch eine Taschenlampe mit dabei. Oh, hey. Lalalala. Moment. 5. Nee, komm mal, lauf einfach runter. Geilomat. Sieht gut aus. Oh Gott. Oh, wenn der zum Leben erwacht, hab ich echt Angst. Hey, das ist das Starbound-Logo. Ja, genau. Guck mal, hier ist Tentakelmonster. Oh, geilomat. Sie haben sich. Weißt du, was das ist? Ja, das ist das. Das ist die Automation. Das ist die automatische. Wie heißt es? Grill. Den kannst du auch herstellen. Der ist verdammt geil. Okay. Das sind die Geister, die kenne ich auch. Das sind so Schutzgeister, wo dich beschützen. Okay, und das hier scheint schon Ende zum sein. Ja, ich denke es auch. Ja, da kommen wir nicht nach oben. Ein Doppelsprung fehlt. Alles cool gemacht? Ja, absolut. Also die Programmierer, die also haben... Die Geister sind genial, also die kannst du sehr gut verwenden. Den Aber Bild, dieses Viech, wo da im Hintergrund ist, also wenn ja, dieses Auge hier aufgeht, kriege ich echt Angst, glaube ich. Ja, ich schweige das. Oh, guck, spring mal in die Luft, guck mal, da oben ist ein Universum. Stimmt. Ganz fein. Ja, das ist ein Roboterfuß. Das Schlangen kenne ich überhaupt nicht. Aber der Gravity Suit, den kenne ich. Mhm. Den bekommst du ja ganz zum Schluss. Ich finde das genial gemacht. Also hier kommt man wahrscheinlich später hin. Okay, dann zurück zum Gate. Dann musst du zum Schiff, um die okay, Quest kommst du fertig mit? Zu machen. So, ich sehe dich noch nicht auf meinem Schiff. Jetzt sehe ich dich. Okay. Oh, jetzt. Repair Ships FLT Drive. 20 Echios Kristalle. Failure. You've not gathered the required materials. Ich habe was gekauft. Was? Ist es weg oder noch nicht? Nee, das ist Fuel. A dangerous and violent isotope. Es Starship. Also ich habe nur Starship Fuel. Aber ich habe noch nicht den Kristall. Okay. Moment. Ich schau mal im Wiki nach. Wo ich diesen blöden Archius Crystals. Okay, im Starbound Wiki sage Arius Facility. Collect him Arius aborted after turning mission at the mining drill console.
Okay, also die Quest. Also wir sollen eine Mining Facility besuchen. Mining. Ja. Und wo ist der? Sim Archaeus Facility. Ich guck gerade hier. Lalalala. Und da bin ich Archaeus weg. is a mission that was added in Update Rampage Koala. To complete the mission, players must defeat. Ach, wir müssen den ersten Boss. This mission is found in the outpost in the starting solar. Also, wir müssen. An Apex will give you the mission. Also, einer von den Affen gibt uns die Mission. Muss mal ganz kurz auf dein Schiff. Okay, also wir müssen zurück zu diesem Außenposten. Was ist daran? Oh, ich kann jetzt sogar direkt zu diesem Außenposten beamen. Hä? Du kannst zum Außenposten Ja, beamen? ich kann zu dem, wenn ich auf die Plattform gehe und E drück, kann ich hin. So, also, ich habe ja noch die eine Quest, hier der Bughunter. Can you help me find if you can catch a bug for me? In a Bugnet. Also Bugnet, das Wie habe ich. kannst du dahin teleportieren, bitte? Ich bin auf den Teleporter gegangen, hab E gedrückt. Und dann kam es eigentlich. Das wieder der Cosmic? Ist er? Hi, Servus Cosmic. Hi. Ja. Du möchtest spielen, richtig? Hatte gerade einen Disconnect. You wake up in a mysterious maze. Du kannst an die Spielekonsolen rangehen. Really? und das Spiele spielen. Ja, guck mal im Stream. Ja, warte kurz, ich will kurz dahin porten, wo du bist. Du bist wo drauf gesessen? Wo bist du da drauf? Ich muss zurück. Ich muss zum Mazebound Gate. 64. Nee, ich bin auf. Also, bist du gerade auf meinem Schiff oder auf deinem Schiff? Auf deinem Schiff bin ich gerade gewesen. Okay. Aber da konnte ich nicht porten. Beam to ship. Warte, ich guck mal, ob ich es von deinem aus dahin porten Nee, kann. geht nicht. Nee, White das geht nicht. Ich hab's Gate. probiert. Von einem Affen bekommen wir das, oder was? Hey, jetzt bin ich schon. Ach, ich jetzt bin ich zu dir gesprungen. Pethaus. Okay, aber wir sollten diese Bugnets. Bug, damit wir ihm einen Käfer sammeln können. Was, wir müssen ein Bugnet machen, oder was? Ja, ich habe hier eine Quest, dass ich. Ach so, die Quest, ja. Dass ich einen Käfer fangen soll. Ja, das ist mir bewusst, aber wie willst du ein Bugnet herstellen? Das habe ich vorher auf irgendeinem gesehen. Warte, ich probiere mal zu meinem Schiff wieder zum Teleporten. Nimm mal hier Muss nur unten den hochteleportieren. Teleporter. Warte, hier auf dem Crafting Table kann man ja schauen. Ist hier ein Gra Hier, Bugnet. Bugnet brauchen wir Fabris. Ich weiß gar nicht, woher man Fabris bekommen sollte. Und Wood Planks. Wo hast du hier? Ich habe hier Nova Stock Cooking. Bugnets. Und da Planks. Ah ja. Weiter Okay, unten. wir brauchen Fabric. Scheiße, wie stellt man die Ja. nochmal an? Keine Ahnung. Fabric. Ich suche danach. Fabric. Also, Fabric wird hergestellt aus. Ja,
used to craft clothes. Na, ich will keine. Ach, die werden crafted at the Yarnspinner. Also wir brauchen ein Spinnrad. Ein Spinnrad. Yep. Da, hier ein Spinnrad. Und dafür brauchen wir nur Wood Planks. Okay, dann gehen wir schnell aufs Schiff. Warte. Du kannst hier, glaube ich, nichts aufbauen, oder? Nee, geht nichts. Ja, deswegen schnell aufs Schiff. Beam to Ship. To Ship. Ah, okay. So, bei mir oder bei dir? Bei mir. Bin ich. Aber ich komme gleich zu dir rüber. Ja. Schiff. Ich brauche ja nur das Backnetz. Was hast denn du für ein Wiesel? Ich sende nirgendwo den Yarnspinner. Ach so. Ich sagte doch, ich bin auf deinem Schiff. Okay, dann komme ich zu dir. Da ist er schon. Okay. Fabric. Da unten können wir es herstellen. Wie viel brauche ich nochmal? Scheiße. 5. Soll ich dir auch welche gleich herstellen? Ich bin gerade 10 hier gestackt. Dann können wir hier auch gleich beim Crafting Table dieses Buttonets machen. Genau, richtig. Ich habe es gecraftet, 2 Hände. Nur einmal? Einmal habe ich es jetzt hergestellt. Soll ich dir auch eins machen? Ab 1, sage ich ja. Okay, gut, dann beamen wir jetzt wieder auf unseren einen Planeten, wo wir vorher waren, oder? Ja, dann müssen wir aber zurück. Cool, den Koch kann man auch ansprechen. Dann kann man bei ihm gegen Pixel bekommt man Essen. Ah, ich muss auf dein Teleport, um Tails Mark zu joinen. Ja gut, du musst jetzt zuerst mal auf einem Planeten, wo wir einen Käfer fangen können, ne? Ja. Und wo ist das am besten? Ich bin neuen Planet vielleicht? Neuer Planet oder unseren alten, oder? Wir gehen auf einen neuen Planet. Okay, dann gehen wir auf einen neuen Planeten. Da habe ich einen Zweier. Ich nehme mal der direkt hier im Nexion ist. Das ist ein einzelner. Also, Dense Forest Planet. Oxygen haben wir. Sieht gut aus. Ist okay. Okay, und wie das aussieht, wenn wir dann auf dem Planeten sind, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.